direkt weitergemacht. Ups. Weil ich glaube, hier ist nämlich die nächste Reliquie. Das müsste das Haus der Priester sein. Na komm her. Ich glaube, das hier war das Knacken, oder? Ja. Das ist der Fokus. Ich dachte schon, was knarzt denn hier so? Das hat sich nicht gesund angehört. Och. Ich glaube, die Harpien könnte ich mit ordentlichen, mit ein paar fetten Bolzen. Yo. Keine Ahnung, warum ich mir die ganze Zeit hier diese Mühe gemacht habe. Okay. Grasland Scavenger. Orkschamane. Scheiße, das gefällt mir gar nicht. In dem sind die Goblin Grieder erstmal total schnurz. Ja, okay. Hat sich geklärt. Oh. Natürlich sind es wertvolle XP, die uns flöten gehen. Finde ich ein bisschen dumm. Mal bei dem Orkschaman bin ich mir nicht sicher, wie stark der jetzt wirklich ist. Weil der schießt nämlich Feuerbälle. Schon ganz anders aus bei dem. Ja, komm, ist klar. Du bleibst da schön weg. Vergiss es. Ups. Na dann komm her. Du kannst es auch übertreiben. Es war nicht gerade der genialste Start. Vielleicht kriegen wir es noch so hin. Weil fliehen vor denen kannst du es echt vergessen. Die sind aber nicht ganz so stark. Die sind nicht, wollte sagen, die sind nicht ganz so stark. Wie die Ork-Krieger, da hatte ich mich aber schön vertan. Naja, vergiss es. Der hat das gut gefressen.
Das war gemein. Das war... Boah, der gibt aber 350 und richtig Zeug. Das ist nice. Wir können aus irgendeinem Grund kann ich nicht mehr... Ah doch, jetzt geht's wieder. Das ging eben nicht. Konnte ich mich nicht mehr drehen. Ach, da sind nur Kräuter. Aber keine besonderen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Hey Bro, ich leg mich nochmal in dein Bett, ne? Ich glaube, das ist dem so scheißegal. Okay, dann ist das Schnurz. Hier gibt's aber auch nichts. Ist hier hinten irgendwas? Wenigstens etwas? Kleine Truhe. Oh, Butlerfleisch. Butlerfleisch. Naja, Butlerfleisch ist mir relativ schnuppe. Na, wenigstens ein paar Dunkelpilze. Ich glaube auch nur eins oder zwei habe ich jetzt nicht nachgezählt. Kommt mal her. Ich möchte nicht, dass ihr... Na, sieht doch ganz gut aus. So, dann mache ich die beiden noch platt. Oh. Ich dachte schon, was grunzt mich denn da an? Tschüss. Tschüss. Super. Oh, Minecrawler. Ich höre sie doch schon. Ist, wie kriege ich die einzeln? Geht's da auch? Nö, geht's nicht. Okay. Ist einfach nur Stylo. Na komm her. Alter, Minecrawler sind immer noch gar nichts. Das ist das Haus der Heiler, würde ich sagen. Totenbeschwörer und Priester hatten ihr Haus hier. Also Priester meine ich, glaube ich. Die hatten ja ihr Haus ziemlich nah beieinander. Hat der Saturas uns erzählt. Und die Totenbeschwörer haben wir ja schon gerade. Hatten wir ja in den zwei vorherigen Parts schon. Wo die ganzen Zombies waren. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, aber jetzt nicht unbedingt viel. Ich
kann mich noch an unsere ersten Minecrawler erinnern. Das sieht jetzt schon alles ganz anders aus. Ja, komm her. Alter, hier sind aber viele. Jetzt sind noch zwei da, ne? Super. Ja, komm her. So, Ruhe im Karton. Dunkelpilze. Genau. Das war das Haus der Heiler. Wollen wir mal gucken, was die so schreiben. Kardimon entsandt die zweite Falle. Und nur der, der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, wird die dritte Kammer erreichen. Also die Erklärung ist jetzt so ein bisschen den, Dingsbums. Den Adonis-Tempel. Und das wird alles nochmal später aufgeklärt. Ist aber schade, dass hier sonst nichts war. Also hier nichts Besonderes drin. So Reliquien oder so. Mal ein paar schöne, ne? Diese Tafeln, die ich so mag. Nix. Gut. Macht nix. Dafür haben wir ein Level abbekommen. Wieder 10 Lernpunkte, die wir versetzen können. Das war knapp. Ich habe mich schon fallen sehen. Läuft eigentlich ganz gut. Ist die Frage, was ich damit machen soll. Ein bisschen mehr in Stärke oder Einhand. Auf jeden Fall Einhand noch ein bisschen stecken. Nee, das kann ich, den lasse ich jetzt mal in Ruhe. Hey, du. Wegen der Herr... Ja? Im Haus der Priester waren jede Priester, Menge Minecrawler. Genau. Ist so eine Gegend nicht sehr ungewöhnlich für diese Tiere? Allerdings. Bei Adanos, seltsame Dinge geschehen in dieser Region. Okay. Dann haben wir den Teil nämlich komplett auch schon. Hey. Wegen der Reliquie. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Ich fand diese Tafel in einem Bauwerk im Südwesten. Der Tafel nach zu urteilen, handelt es sich dabei um die Behausung der Priester dieser Stadt. Der Name des obersten Priesters war Kardimon. Wir wissen noch nicht viel über ihn. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Adanos möge dich schützen. Mhm. Ich mach's anders. Ich steige noch mein Mana. Hey, du. Ich will. Jetzt wird's schon interessant.
Jetzt sollte ich mir das schon zweimal überlegen. Wir haben jetzt 32 Mana. Ich lege mich aber nochmal hin. Normalerweise müsste ich die Rune der Heilung nochmal lernen. Und wisst ihr was, das werde ich jetzt auch machen. Ich werde mir etwas Unorthodoxes machen. Ich gehe jetzt nochmal zurück ins Kloster. Kohle haben wir ja genug. Und werde mir beibringen und mir eine Rune der Heilung machen. Ich habe ja nur die Feuerrune, weil die Heilungsrune ist, glaube ich, richtig nice. Vielleicht kann ich mir noch mal einen Geistestrank brauen lassen. Warte mal, ich kann doch die Dingsbumzi-Teleporter-Teile benutzen. Später kriegen wir noch Teleport, also hier Teleporter-Runen. Wenn wir aus dem zweiten Kapitel rumkommen. Da können wir uns dann zum Beispiel nicht nur in die Nähe, sondern können uns auch wirklich dann teleportieren. Sprich in die Stadt, ans Kloster und an Onas Hof und zum Pass zum Minental, wo wir dann Garn getroffen haben. Das wäre noch eine Möglichkeit. Dann können wir uns eigentlich auf der Welt ganz gut bewegen. Obwohl, je nachdem wie schön die Welt ist, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, bin ich ja jetzt nicht so der Freund davon, Schnellreisen zu machen, sondern einfach diese Welt zu genießen. Leichte Wunden heilen. So. Ja, leichte Wunden heilen reicht auch. Wir sind immer noch im ersten Kreis. Was brauchen wir denn für leichte Wunden heilen alles? Für die sollten wir gar nicht so viel brauchen. Leichte Wunden heilen brauchen wir eine Heilpflanze. Super, perfekt. Wie viel Mana frisst das? 10, das geht. Das lege ich dann mal auf die 9. Und jetzt möchte ich mal gucken, ob der uns noch ein Elixier des Geistes herstellen kann. Ja, wo ist der denn? Da. Der Neoras. Warum kann der uns das nicht brauen? Habe ich das schon gelernt? Noch falsche Seite, ernsthaft. Das ist, glaube ich, beim Alchemitisch scheißegal. Trank der Stärke.
Mana-Trunk. Hey, du. Kann ich... Ich werde dich in die Geheim... Boah, Elixier des Lebens, Elixier des Geistes. Haben wir noch nicht gelernt. Ich würde aber gerne... Kann er mir das brauen? Nee, okay, schade. Gut, dann halt nicht. 10 Lernpunkte von Alex, von Dingsbums des Geistes geht eigentlich. Wenn ich mal ehrlich bin. Kohle haben wir genug. Ich könnte gucken, ob ich hier mir was holen kann. Das hätte ich gern alles. Oh, nicht genug Gold. Kriegen wir aber schon. Doppelaxt. Bastardschwert. Benötigte... Ja, Moment. 90, 95. Die ist mehr wert. Brauche aber 95 Stärke. Dann kann das weg. Ein rüstiger Zweihänder kann weg, das kann weg. Oh, magische Armbrust 300 ist natürlich schweineteuer. Warte mal. Ich. Den Runenstein kaufe ich mir noch. Super. Dann möchte ich da vorne nochmal hin. Kann uns bestimmt auch noch was verkaufen. Ich sollte mal die ganzen Beutel aufmachen, die ich gefunden habe. Vielleicht ist da auch noch eine massiv Kohle drin. Hey. Ich habe nicht genug Gold, um den ganzen Shit zu kaufen. Möge Innos. Bogen, Feuerbogen, interessiert mich alles nicht. Ah, wisst ihr was, das behalte ich mal. Wir machen es anders. Ich gehe jetzt nochmal in die Stadt. Gib den ganzen Kram ab, den ich hier habe. Also nicht den ganzen Kram, sondern geh nochmal zum Dingsbums. Zum Bossbar. Yay, danke für das Mana. Was haben wir denn jetzt? 33. Super, da können wir mal richtig schön Zeug spammen. Kann ich ja das Teleportsystem benutzen. Gehe ich in die Stadt, gib mal meine Felle ab. Wer hat denn die Tür zugemacht? Nein! Da wollte ich nicht hin. Also schon, aber erst nochmal in die Stadt. Ein Feuermagier, der rennt wie von der Tarantel gestochen. Lauf! Ich habe eine ungläubige Ratte gesehen. Hinfort! Irgendwer muss die Arbeit machen. Ja. Hallo Elvridge, hallo Torben.
Hallo Bossbar. Da bist du ja wieder. Ich hab ja... Wolfsfell, das ist gut. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Was zur Hölle ist das für ein Fell? Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Das ist ein halbes Vermögen wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Jo. Das sollte mir doch jetzt einiges an Geld eingebracht haben. Wollen wir mal gucken? Zeig. Er hat nichts Besonderes. Ja, 2000. Wie sieht's in der Stadt? Wenn die... Es gibt nur... Gibt es keine... Nein. Super. Perfekt. Jetzt will ich mal gucken, ob der hier irgendwas hat. Zeig. Nee, nichts Besonderes. Jetzt will ich mal gucken, ob der Salandi was hat oder der Constantino. Es ist mir eine Vor... Halt deinen Maul und geh mich auf den Sack. Er hat nichts Besonderes. Zack, es ist... Nee. Okay, den habe ich schon geguckt. Den habe ich schon aufgekauft. Lutero hat meistens nur Müll. Das ist ein Drecksack, der Gebrand. Der kriegt aber später sein Maul noch gestopft. Gar nicht, warum er sich so aufregt. Aber mit ihm. Zack. Feuernessel, Sumpfkraut. Nee, der hat auch nichts mehr. Hab ich wirklich schon alle geschröpft? Der einzige, der mir noch einfällt, ist entweder unten der im Hafen, aber der hat, glaube ich, nichts Mögliches Besonderes. Und hier oben der Giftmischer. Der Zugriss. Das habe ich schon immer gesagt. Nee, Besonderes hat er nicht. Ah ja, dann komm, scheiß drauf, nehme ich mal, was er hat. Jo. Was haben wir denn hier alles für Ringe? Ring des Wassers, Unbesiegbarkeit, Holz. Krieger, Schutz vor Waffen ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann ziehe ich das Ding aus und ziehe das Ding mal an. In der Addon-Welt werden wir das sowieso nicht gebrauchen. Neben Saturas geben wir mal ein paar. Hey du! Gut, hier, nimm ein paar Spruchholm als Belohnung. Super. Wir haben jetzt ein paar ordentliche Spruchholm von dem gekriegt. Dann müssen noch die Teile. Ja, jetzt können wir eigentlich wieder zurück. Ich würde sagen, das mache ich offscreen. Ja, das mache ich offscreen, dann schneide ich mir das zurecht. Obwohl eigentlich sind es wirklich nur 2-3 Minuten. Da muss ich nichts schnippeln. Gehen wir nochmal zurück ins Portal und dann fangen wir im nächsten Part weiter mit der Addon-Welt an. Wir haben ja jetzt gut was bekommen, haben auch gut was ausgegeben. Ja, das war eine Weidenbeere, die da hängen. Lauf, Feuermagier, lauf!
Können wir den Kram eigentlich jetzt lesen? Eigentlich schon. Da steht nix. Da steht auch nix. Da auch nicht, okay. Dann halt nicht. So, dann speichere ich hier mal ab und sag für heute, macht's gut, Leute. Beim nächsten Mal gehe ich davon und rede mal mit den Piraten. Würde ich sagen, es wird mal Zeit, denke ich. Also bis dahin, ciao, ciao.